Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Don't Starve Together, nicht blind oder halb blind. Auf dem zweiten sieht man scheinbar besser bei Maxim. Ich renne gerade zu Base, ich bin gestorben. Das seht ihr alles noch bei Maxim. Unser glorreicher Spielstand wurde, wir haben irgendwie eine Woche Pause gemacht, sind wir rein, dann bin ich nach 20 Sekunden instant verhungert und Maxim ist gegen Spinnen instant gewiped. Du musst nochmal herkommen, weil sonst bist du wieder tot. Ah, das ist aber nett, dass du mich da ganz unten. Ich muss ja noch flicken. So. Ja, willst du vielleicht das Lagerfeuer kurz? Hm? Ja, dann musst du erstmal deine Leiche auf, bevor ich hier irgendwas mit der Leiche kombiniere. So, zack. Also, hier ist ja die Hälfte weg. Wo ist denn mein Helm? Ablegen. Ach, der hat meinen Helm gefickt, der Junge, oder was? Was für ein nerviger Typ. So. Oh, das sind Kaninchen. Einfach noch rum. Ich glaube, das muss ich töten. Oh, Vorsicht. Fire Extinguisher. So. Ja gut, da muss ich jetzt hier wieder ran. Ja Leute, ne? Wir müssen uns jetzt hier quasi kurz wieder rankämpfen. Ich muss kurz mir Gold und Steine. Ich muss mir kurz meinen Helm wieder machen. Jo, mach das. Sonst ist es ein bisschen kacke. Hier haben wir so ein paar Nüsse brate. Dein Skelett liegt da einfach übelst im Weg. Ja, vor allem, wie nah ich am Feuer war, ne? Also, I almost did it. Ich bin ja quasi komplett von der Dunkelheit von oben rechts nach unten links gelaufen. Das war schon Premium. Okay, ich habe aber super viele Frösche gesehen auf dem Weg. Das heißt, ich gehe jetzt Frösche killen. Wo waren die nochmal? Die waren oben bei den Spinnen, ne? Ja, da waren richtig viele. Also da oben ist insane. Ah, geil. Da ist einfach Froschmania. Ich werde jetzt auch gleich dazu stoßen, ich muss mir nur eine Rüstung machen. Sonst wird das quasi nichts. Ich habe keine Rüstung, aber ich habe meinen Helm. Let's go. Die Rüstung muss ich erstmal noch Holz hacken. AK, Maxim kommt wieder erst, wenn die Party vorbei ist. Ja, aber dafür lebe ich. Das ist der Vorteil. So. Ja. Ach, ich habe noch gar keine Schaufel gemacht gerade. Ich kann auch irgendwann die ganzen Kackbaumstämme auch mal ausgraben, ehrlich. So, ich muss jetzt hier mal... Na... Jetzt regnet es auch noch. Ah, haben die It's Frische raining. Doch, da haben die Frische doch garantiert doppelt Bock. Nö. Nee. Okay, also ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Ich sammle uns jetzt noch ein paar Zweige irgendwo. Da kannst du da oben die Action machen. Ich kann den Hasen nicht im Kühlschrank tun. Okay. Kann ja auch nicht. Ei, ich merke halt, ich habe ja gar nicht mehr so viel Leben nach der Aktion eben, ne? Ein bisschen aufpassen. Zack. Zack. Auf mir mein Zeug zu klauen. Ja, aber das ist das, was die Frösche echt super asozial macht. Okay, aber wir haben ja... Der Stun ist halt viel schlimmer, ne? Ja, gut, die Mini-Stuns, das stimmt, da gebe ich dir recht. Mini-Stuns sind total annoying. Das ist ja jetzt schon wieder... Was hast du nur noch in die Truhe reingetan? Augen, aber echt, wir haben da echt viel Shit drin, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich war fleißig, ne? So. Ich bin fleißig. Aber wir haben kein Holz. Alter Schwede, das ist kein Mini-Stun mehr hier. Das ist einfach nur Stun-Gedden, Alter. Das ist schon wieder anstrengend hier. So, einer nach dem anderen, Jungs. Meinst du, die stehen schon an, oder was? Alter, hier ist richtig Kasala. Ich stehe nicht an, das ist einfach Schlammkitchen mit denen hier. Naja, das sind zu viele. So, drei kann man immer noch facen, aber bei vier, dann hört es langsam echt schnell auf. Alter. Das geht doch doch. Nee, das geht doch nicht. And when the rain begins to fall, you are my sunshine in my eye. So, Johnny. Okay, spam den F. Okay, ich hab sie alle gekillt. Geil, sehr gut. Da hast du jetzt bestimmt übel lange Essen. Alter, ich brauche halt nur was, womit ich das mixen kann, ne? Wir haben halt nichts. Nichts wirklich in der Nähe, ne? Aber ich habe jetzt ein paar Sachen in den Kühlschrank getan.
Okay. Wird jetzt nochmal ein paar Bienen pullen? Alter, du glaubst gar nicht, was ich gerade hier mit meiner Leertaste anstelle, ne? Gott sei Dank kann man auch gedrückt halten. Das habe ich nur leider ein bisschen spät gemerkt, Leute. Das heißt, ihr wurde gerade komplett penetriert von dem Sound meiner Tastatur. Sorry dafür. Also, ich komme nach Hause mit 15 Froschschenkel. Ich habe 15 Bienen gekillt. Die müssen wir alle aufhängen. Nix aufhängen. Junge, das hält dann 10 Jahre. Ja, ist doch scheißegal, wie lange das hält. Ich will satt werden. Ja, satt werden ist das Erste, aber dann musst du dann ist Lagern so besser. Beziehungsweise ich. Nee, wir machen hier einfach einen Kühlschrank und dann machen wir uns daraus schön hier. Ne? Die, was ich gesagt habe, Fischstäbchen. Fischstäbchen, das ist. Ja, Leute, ne? Ist übrigens lieber blind. Maxim hat gezockt. Er war süchtig. Zu süchtig, scheinbar, um sich zu ändern. Die Sucht ist grenzenlos. Ich meine, du kannst es nicht verhindern, da. Ich kann es wirklich nicht verändern. Das ist insane. Man lernt daraus. Fürs nächste Mal, ne? Don't trust Maxim. Ever again. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so schlimm, weil wir sind jetzt eh, brauchen jetzt eh den Neustart. Das heißt, wir sind ja jetzt ein bisschen fixer unterwegs. Im Prinzip haben wir ja bis auf den Zaun alles wieder, was wir vorher haben wollten. Nee, wir haben ultra viel anders gemacht. Also allein, dass du das alles weißt, ist halt einfach komplett anders. Aua, aua, aua. Alter, ja. Bienen-Times. Mann, fickt euch. Ah, komm her. Ich könnte mehr kiten, Leute, ich weiß das auch, aber ich wollte jetzt eigentlich nur den Honig, damit ich mir was Geiles zu essen machen kann. Die Frage ist, ob dein Lifestyle-Wert eigentlich besser wird. Erstmal. Oh, na gut. Würde ich gerne wissen. Na gut, Maxim, vielleicht ist einer der Bienenstöcke nicht mehr so wie die anderen. Hast du den gerade kaputt gemacht? Ich wollte halt pullen, aber. Die habe ich gerade geleert. Ich habe gerade zwei geleert, zwei links. Das hätte es mir natürlich. Ne? Aber wie oft hast du denn draufgeschlagen? Einmal. What? Ja, die bringen ja nicht. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die ich nicht wusste. Ich habe es jetzt so gemacht, dass wenn ich irgendwie so eine Biene draußen sehe, dass ich die dann angreife, dann kommen die Beschützer. Ja, habe ich auch gemacht. So, ich mache die Honigfarbe hier mal in die Truhe, ne? Ja. Ich kann damit gar nicht irgendwas Geiles machen. Nein! Oh, ich dachte schon. Kühlbox, saftige Beeren, Birkennuss. Ah, kann man alles nehmen. Oh. Ja, dann warte mal. Geh mal weg von dem Kühlschrank, genau. Zack. Was machst du da? Mal ein bisschen Feuer, damit wir nicht sinnlos sterben. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall das nächste Essen bekommen, weil ich habe noch 18. Ah, gut. Okay. Oh, du hast die Nuggets gemacht. Ja. Nuggets sind und Main. Wobei, oh, das hat aber wenig. Aber das hat jetzt nur, ich bin jetzt bei 54 noch. Ich glaube, die heilen mehr. Aber satt machen. Also ich habe immer nur ein Fleisch reingemacht. Bla bla. So. Ich denke, weißt du, wie ich die Pampe esse. Das wird's jetzt, Leute. Ja, danke für die ganzen Kommentare, ne? Die helfen sehr bei so einem Blind-Projekt. Hm. Ach, Johnny. Da kann man gut mit der Community zusammen lernen. Truhe. Aber die Kühlschrank ist geil, Alter. Dass da Zahnräder waren, war echt ein Lucky Punch, muss ich sagen. Ja. Da verändert sich natürlich das Gameplay massiv, du. Einfach nur overpowered. So, die Stacheln tue ich jetzt auch mal in das Ding hier rein. Irgendwie sind die nicht überragend worth. Auch die Spinnnetze. Da drin. Außer die. Was denn? Weg davon. Was ist es geworden? Kebab! Kebab? Okay, warte, ich habe 54 Nahrung. Okay. Boah, das war ordentlich. So, gib mir mal so einen Schenkel noch. Verpiss dich! Gib mir mal so einen Schenkel. Echt, ich muss echt mehr Essen produzieren. Ich habe jetzt wirklich, kann ich mal rausgehen. Außer ich jetzt die Teile. Aber ich würde nach links ins Wurmloch gehen und da mal quasi so eine Grundsammlung mal machen. Ja, ich komme mit. Jeden Mist so ein bisschen mehr bekommen. So. Da unten müssen wir irgendwann mal den Wald komplett tothacken. So. Ja, okay, also das macht deutlich mehr. Die Fleischbällchen sind einfach, also zumindest was bei mir den Sattgehalt angeht, war, ist das insane jetzt gerade gewesen. Ja, ich probiere hier noch gerade nochmal was. Komm, warte, ich komme mit.
will mich auch schlagen. Alter! Ich will mich prügeln! Komm her! So, ich bin jetzt unten in der Kreuzung. Alter, du bist einfach... Die Wege sind eigentlich ziemlich geil aufgebaut, muss ich sagen. Ich hab das Gefühl, dass wir dadurch echt Plus machen. So, Speer ist am Start. Wie weit müssen wir denn laufen? Noch nicht weit. Also wir werden jetzt hier reinspringen. Leider keine Schaufel am Start, ist ein bisschen ärgerlich. Aber das machen wir dann später. Whee! Okay, wo kommen wir raus? Da. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall erstmal ordentlich Steinmist. Steine kannst du mir das machen, wie du willst. Ich will mich nur prügeln. Du willst töten, na? Natürlich, Alter. Such mal nach töten. Du musst Leben wiederherstellen. Ich esse nicht, ich muss mich prügeln. Ich habe halt auch noch 34 Steine, ne? Also ich habe jetzt auch nicht das dringende Bedürfnis, noch mehr zu holen. Ja, ich baue jetzt, wenn dann nur die Golddinger ab. Daraus werden wir später wahrscheinlich auch noch den nächsten Shit machen. Aber ich glaube, sowas wie Äste sind jetzt immer noch unsere Prio. Also wir haben ja noch 5000 Mal Gras am Start, so. Da oben aber Äste sind einfach dauerlich. Hier ist halt ein Friedhof. Ich habe nicht das Gefühl, dass Friedhöfe... Friedhof kannst du mit der Schaufel die Gräber ausgraben, ne? Aber da musst du halt aufpassen, also zwischendurch kommen irgendwelche Geister raus, so. Und die musst du dann halt prügeln und die drainen dich halt so ein bisschen. Ja, Maxim ist schön blind! Nee, ich hole mir gerade die Klumpen. Eieiei. Warum wird's hier dunkel? Zack, 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 zack. So. Ja, aber bei Gräbern gibt es halt nichts, was ich noch töten kann. Ne? Die sind halt schon tot. Oh, ein Schweinemann. Kill him. Eine Schweinehaut habe ich bekommen. Garantiert mal nützlich. Ja. Ein Gletscher? Jetzt schon? Eieiei. Ja, irgendwie, also ich glaube, die kommen einfach teilweise über Nacht so. Also, keine Ahnung, also die beim letzten Mal hat der Winter bei uns insane früh und insane random eingesetzt. Und das war das mein Gefühl, so. Quasi innerhalb einer Folge war ja plötzlich einfach der ganze Shit weiß. Hä, hier so ein Special Dish Fates Kloppen irgendwie. Das war was da rauskommt. Bam, 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 schmam. Mondstein, ich hab Mondstein, Alter. Ich muss nachher noch mal kurz runtergehen nach der Aufnahme. Mal kurz was hochladen, muss ich mich mal dran erinnern. Ja, die Mondsteine habe ich auch noch nicht rausgekriegt, was das soll. Da bin ich leider useless. Man kann zwar irgendwelche Sachen draus bauen und auch diese Rubine und sowas, die man in den Gräbern teilweise findet. Irgendwie blaue und rote, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die einfach nur dastehen, die man ja auch craften kann. Im Chemieding und dann hast du aber leider null Ahnung, was es dir eigentlich wirklich bringt. So. Dann muss ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal was zu essen kochen. Okay. Wir haben schon wieder Kebab gemacht, oder was? Auch damit. Ja, der Friedhof ist irgendwie geil, aber leider draint er halt massiv so. So, die Feuersteine. Keine Ahnung, brauchen wir die Asche für irgendwas? Asche ist super geil, zwecks Heilung. So. Also ich habe das Heiling daraus gemacht und sonst wird es wahrscheinlich für andere Sachen noch später nützlich sein. Aber das ist das, was ich jetzt sagen kann. Sind wir nach Süden gegangen vom Wurmloch? Nee, ich bin wieder zur Base. Achso, okay. Nordwestlich halt, ne? Da kommst du zur Base an. Ja. So. Ist halt leider genau dazwischen, ne? Ich geh mal gerade ein paar Hasenfallen checken. Weil wir fleischmäßig halt jetzt echt ausgesorgt haben. Das ist halt so krass, ne? Ich kann halt einfach 15 Frische killen. Ja, dann ist es perfekt so. Das ist halt viel zu entspannt mit dem Cham. Also das Killen. So. Boah, genau so sein. Ah, da oben so, wir müssen jetzt. Ach so, genau, auf eine Sache müssen wir uns jetzt noch einstellen. Boah, die erste Hundeattacke kommt bald. Das ist irgendwie, glaube ich, zwischen 8 und 13. Das ist halt relativ random. Und die Leute haben irgendwie geschrieben, hey, ihr hört vorher so ein Graulen, so ein, keine Ahnung, ja, so ein krankes Geräusch. Der Champ soll wohl auch dazu retten und so. Also.
Makes sense. Ich hab ein bisschen Eis nehme ich mit. Danach muss ich mir, glaube ich, alles nochmal aus Gold machen, so. Was denn zu viel? Was denn zu fucking wenig ist da, ey? So, dann haben wir nochmal extra Fleisch. Das ist ja supi. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall mir noch irgendwas kochen, um Leben zu raggen. Kebab, Junge, Kebab. Kebab war ganz okay, aber hab mich jetzt nicht umgehauen, muss ich sagen. Mann, ich kann das Fleisch halt auch einfach aufhängen und das fressen, so. Das geht halt auch immer, aber. And when the rain begins to fall, you are my sunshine in my eyes. Nicht enttäuscht von den Hasen. Nee, ich hab doch gerade wieder alle abgegangen. Waren das viele? Boah, 6. Ja, das ist gut. Allen Hals umdrehen, Junge. Ach, geht, ne? So, ja. Was schmeckt ein Trockenfleisch? Trockenfleisch rackt alles, aber halt nicht viel. Wie mit Fäulnis? Krass. Alter, das Geschenk, Junge. Nerv mich nicht mit dem Geschenk! Ja, dann müssen wir nochmal das. Dann machen wir nochmal das. Aber ich glaube, ich kann halt. Handschuhe, jetzt verwenden. Gut, steht die. Ist da noch Karotten? Nee, ne? Ich habe noch eine Karotte, warum? Karotten. Ich halt mal wieder brauchen. Könnte ich mir so ein Frosch-Sandwich machen. Genau, wir müssen aber gucken. Ich glaube, du kannst nur pro Essen einmal Eis dazu tun. Also ich habe irgendwie getestet, wenn du mehrmals Eis machst, dann wird das zu einer ekligen Pampe. Mhm. So, was jetzt natürlich nicht so geil ist. Da kann man nur ein Ding drauf machen, das ist ja boring. Bei dem Fleischding? Ja. Ja, ja, ich habe da nur mal so 3-4 Stück oder so gehabt. Ah, weißt du, was wir noch machen können? Ich habe noch eine Idee. Und zwar, wir haben da oben den Teich. Wir machen uns noch eine scheiß Angel, Alter. So. Weil da können wir nämlich das Ding, da kriegst du halt relativ viel Fisch raus. Wir haben sogar noch genau 2 Netze. Ah, brauche ich Fisch für mein Fischstäbchen. Das macht ja sogar Sinn. Da gib mir mal die Angel, dann gehe ich wieder hoch. So, du willst entspannt angeln gehen, oder? Ich will entspannt angeln gehen. Ich will alles töten auf meinem Weg. Sich das für dich entspannt an? So, warte mal. Hast du ein Kühlbox-Essen wieder reingetan? Nee. Du hast die Frösche. Nimm dir mal die Frösche nicht mit, sondern tu die in die fucking Box. Ja, ja, entspann dich. So. Zack. Guten Hunger. Ich gönn mir. Ja, Leute, wir ziehen in den Krieg, ne? Mal wieder. Ich habe mal wieder keine Rüstung mitgenommen, aber ist auch nicht so super wild. Na, da können wir super easy hin. Habe ich jetzt die Angel? Du hast mir die Angel nicht gegeben. Ich hab die auf den Boden gedroppt und du bist einfach dran. Aber du kannst sie doch einfach in mich legen. In deine Augen, Junge. Nee. Wo ist sie? Da links. Das ist keine Angel, Alter. So. Boschenkel. Ab in den Kamin. Die Fäulnis, dass sie uns vor unserer Basis liegt. Echt nicht. Leider mal weg. Hast du auch gerade was gehört? Ja? So ein Stampfen? Oder doch, ja, das Stampfen höre ich. Oder sind das die. Ah, nee, das sind die Wölfe, die kommen jetzt, die kommen jetzt. Ja, dann komme ich mal besser zurück, ne? Oder? Sonst hört doch garantiert gleich klein Maxim. Ich habe jetzt hier sofort meine Rüstung angezogen. Ah, ich komme mal zu dir, komm. Alter, ja, das hört man ja volle Hütte. Keine Ahnung, wie wir das nicht hören konnten. Weil zu konzentriert auf irgendeine andere Scheiße. Okay, das ist ja richtig gruselig. Die haben einfach die ganze Zeit gelabert. Ja, aber entspannt. Und haben das einfach null mitbekommen. Wo seid ihr? Komm, lass den entgegengehen. Kenn ich nicht, glaube ich, da passiert nichts, wenn wir den entgegengehen. Die kommen halt wirklich legit irgendwann zu uns. Oh, das da! Ha!
Die, Mother... Okay. Ah, da ist der andere. So. Sehr gefährlich. Da ist noch eins. Cool. Okay. Ah, das ist halt... du musst nur Mut haben. Sag, Johnny, er frisst jetzt einfach bei dem bändigen Leibe auf. Okay, Alter. Du kannst mal die Hasendinger da wegmachen. Nee, leck mich mit deiner Geschenkebox. Kein Geschenk. Meinst du, was für Hasendinger? Es gibt richtig viele Hasenfallen, die gerade ready sind. Ach so. Ja, ich gehe mal nach Norden und ernte die mal so ein bisschen. Hab ich auch meinen coolen Rucksack mit. Ha, ich habe mir noch keinen Rucksack gemacht. Das wäre wichtig. Vor allem laufe ich auch die ganze Zeit ohne Rüstung rum. Da hätte ich den ja sogar haben können. Ja, das wär gut gewesen, Jungs. Aber nachher ist man immer schlauer. Jetzt bei 2 holen wir uns auf den Rückweg. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass die Frösche hier noch da sind. Fröschilein. Fröschis. Okay, die Fröschis sind noch alle tot, oder was? Ich will euch alle umbringen. Ja, geht doch hin. Ist doch gut, dass sie tot sind. Da kannst du angeln in Ruhe. Ja, ich angel so, aber ich hab's halt noch nie gemacht. Ich weiß ja nicht genau, was jetzt hier passiert. Ja, das steht quasi immer da, was passiert. Du musst quasi immer Leertaste drücken, wenn was Neues da steht. Da kannst du wie zuerst reinwerfen, dann sagt er ziehen und dann sagt er einholen. Das, und irgendwie, das verlängert sich quasi. Also je mehr du den ausbeutest, desto... Ja, kannst du ja also da kann bei mir nichts. Gar nichts. Naja, also die Route hat so ein bisschen gezogen, aber da stand ja nicht, dass ich irgendwas drücken kann. Und du hast die mit der Maus über dem Teich gehabt? Nee, ich hab mit dem Boden geangelt. Das schien mir besser in dem Moment. Ja, das also die macht die zuckt halt meinen so. Teich. Alter. Johnny, du musst das Ding schon in den Teich halten. Alter, Maxim, ich hau dich kaputt, ne? Alter, ich hab gerade richtig viele Hasen getötet. Aber es passiert ja einfach nicht. Also wahrscheinlich muss ich dann Leertaste drücken, aber ich drücke halt dann Leertaste. Wie lange dauert so ein Angelvorgang denn? Also ich habe innerhalb von 30 Sekunden 3 Stück irgendwie rausgeholt. Weniger wahrscheinlich. Ah, einen Haken. Okay, nee. Okay, warte mal. Ich nehme mir mal einen anderen Teich. Vielleicht bringt der einfach kein Glück. Na gut, ich habe mich eben übrigens gewundert, dass ich aus einem Frosch kein... Nee, es geht ja wirklich nicht. Was geht nicht? Angeln! Ah. Ja, dann probiere ich das mal. Vielleicht liegt es auch irgendwie an dem Charakter oder so. Nee, als ob der nicht angeln kann, Alter. Der ist... Der Champ ist auch ausgerüstet. Haller, also, Junge. Das Ding zuckt halt so. Ah, da. Nice. Lol. Das war's einfach schon. Krass. Angeln ist übel worth, Alter. Vor allem können wir garantiert auch noch im Winter eine Zeit lang angeln. Nee. Du hast ja gesehen, du hast auch schon bei unseren Aufnahmen gesehen, dass die Teiche übel zugefroren waren. Ich glaube nicht, dass man die aufkloppen kann. Kann ich mir bestimmt vorstellen. Weißt du, so wie die Inuits. Also vielleicht geht das, keine Ahnung. Das hab ich nicht getestet. Ich hab nur bei mir halt aufgenommen. Und bis gefrorene Teiche habe ich ja nie gespielt. Ich habe nie überlebt bis dahin, weil ich irgendwelche random Viecher angegriffen habe. Ich habe irgendwelche Katzen mal getötet. Dann einfach schön und. Ich sehe immer, wenn du darüber redest, dass du das Spiel schon gespielt hast, ne? Triggert in mir einfach alles. Merke, du hast da keine richtige Basis. Oh, ich hab's. Na gut, aber 3 Fische müssen erstmal reichen. Wir müssen ja noch den langen Rückweg machen. Mit legit jetzt mehr Fleisch als normales Essen, ne? Ja, deutlich mehr. Ist ja ein bisschen das Problem, ne? Ja. Boomerang, ey. Boomerang ist auf jeden Fall busted. Aber ich habe echt wenig... Also ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit Vögel zu töten. Kriege immer Fleischhappen aus denen raus, aber nie Federn. Ich habe jetzt eine Feder bekommen. Wofür brauchst du Federn? Womit killst du die? Was redest du? Bist du in der Base? Ja. Sehr gut. Dann hast du ja garantiert schon Feuer gemacht, ne? Noch Feuer dabei, ja. Das ist ja supi. Dann mach mal. So, jetzt muss ich ja mal ein Fischstäbchen hier mal machen. Ja, du so, musst dir mal einen Hammer machen und dieses scheiß Skelett da wegmachen, ey. Hast du noch 2 Bären? Weil ich würde voll gerne mal ein Fischstäbchen ausprobieren. Nee. Vielleicht kann ich das auch mit Eis machen. Aber denk dran, mach lieber nur einmal Eis dazu. Weil bei mir war es einmal eklige Pampe. Das ist halt wirklich scheiße. Nee, Pampe. Nicht scheiße. Wirklich einfach ekelhafte Pampe. So. Gut, komm, dann machen wir auch Honigfischstäbchen. Vielleicht geht das ja. Guck mal, ich mache jetzt einfach einen Hammer, weil ich habe keinen Bock auf deine Leiche. Ja,
Ah, du könntest auch noch eine zweite Kiste machen. Du hast doch garantiert wieder übel viel Holz. Geht. Mann, du, wie aggressiv du einfach gegenüber meiner Leiche bist, ne? Ich meine, ich versuche da die ganze Zeit was ins Feuer zu legen und der will, dass ich die Leiche staple. So. Da können wir euch, ja, wir müssen halt wirklich eine zweite Kiste machen. Ja, ich brauche nur eine Rüstung, wenn du mir eine machen kannst. Gönn dir. Ja, komm, gib mir. Achso, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt Holz hacken gehen. Ich hab quasi nichts. So. Alter, Maxim. Was ist los? Alter, wir haben nicht mal. Wir können nicht mal Gold lagern. Ja, wir brauchen echt auf jeden Fall eine zweite Müllkiste, Alter. Alter, ich hab 4 Stäbchen. So. Ich hab jetzt 60 Nahrung, 90 Leben. Jetzt habe ich 95 Nahrung, 130 Leben. Alter. Okay. Also, der Hunger wird gestillt, sagst du. Aber wir haben auf jeden Fall einen Gewinner. Warte mal, hast du das. Kannst du nochmal Gold geben? Hast du das? Nee, ich hab kein Gold. Doch. Das ist Don't Stuff Together Blind! The Blind! So, wo ist denn. Ach, hast du noch einen Stock? Ich steck den Stock in den Arsch. Ich geh jetzt wieder zu nach da oben angeln. Ich geh Hasen töten. So. So. Oh. Hasen killen ist halt das Beste. Okay, wo ist mein Hut? Da ist mein Hut. Okay. Ah. Hier wieder, Leute, Kiten wäre möglich, aber gerade noch nicht im Plan. Achtung, ich habe das Honig-Ding jetzt geleert schon, ne? Nicht, dass du das angreifst und es ist weg. Nee, ich gehe jetzt, glaube ich, in ein anderes Gebiet. Da so ein bisschen zu gucken, ob wir noch unsere Stockvorräte verbessern können. Ich bringe gleich da noch mal ein paar Stöcke mit, da oben war noch was. Ich hatte eben ja nur nicht so viel Zeit, wie ich dachte. So. Die Bärendinger, die sind halt... Also, dass wir am Anfang hatten wir 40 Bären, die vergammelt sind. Das war halt einfach die dümmste Aktion aller Zeiten. Aber die erhalten auch null. Also, die saftigen Bären sind legit deutlich, deutlich beschissener. Ja, ja, aber also, wir hätten die ja trotzdem. Also, wenn wir die 40 halt nicht sofort ernten, sondern uns einteilen, hätten wir halt jetzt einfach 40 von den Dingern gehabt. So. Oh, toll. Okay, ich merke meine Helme. Ja, beziehungsweise, jetzt können wir die, glaube ich, eh in den Kühlschrank tun. Also, ich ernte jetzt noch ein paar Bären und tue die jetzt dann alle in den Kühlschrank rein. So. Ja, weil dann kann ich halt uns Fischstäbchen machen und die sind halt einfach, sind wir mal ehrlich, das ist halt komplett, ist ja komplett insane. Komplett busted. Ich meine, das Einzige, was das balanced, sind ja, dass dir die Frösche auf den Sack geht, aber die habe ich ja auch gerne. Das ist ja quasi für mich Win-Win. Aber ich sehe dieses Lied in meinem Schädel, Alter. Ja, ich verstehe es halt nicht. Irgendwie kann ich das nicht mit... Okay, krass. Der Frosch, denke ich, einfach spawn ich mal direkt neben der fucking Valhalla Queen. Was muss ich sidestepen oder was? Och nee, kommt Jungs. Weil das krasse ist ja, was die für eine AOE-Range haben, die Mistviecher, ne? Die Zunge, ja, ich finde das auch. Also die anderen Auto-Attacks, so von den Bienen und sowas, kann man halt übelst gut abschätzen, finde ich. Ja, die Frösche sind einfach nur, ich meine, die Zunge wird ja auch. Dreimal so breit wie die selbst sind gegen Ende. Das ist halt leider stupid. So. Ich glaube, ich muss das mit der Maus machen. Mit der Maus klappt das halt besser. Angreifen mit der Maus, oder was? Nee, wenn ich mit der Maus beim Angeln. Also Leertaste drücken hilft halt nicht, aber wenn du die Maus im Teich hast, kannst du halt, wenn die anfängt zu zucken und so, den Fisch holen. Und das ist halt echt ziemlich entspannt. Ja, ich werde dir noch ein bisschen Fisch mitbringen, so der scheint mir echt richtig gut. Bam, 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 schmam. Der Teil scheint ein bisschen leer gefischt. Wirklich, wirklich frische? Noch eine Runde? Alter, wir haben dann einfach zu viel Essen, ist geil. Aber der Kühlschrank, wie gesagt, macht das ja unfassbar haltbar. Und für den Winter müssen wir auf jeden Fall... Aber ich würde, glaube ich, also ich würde mit der Kohle arbeiten und noch mehr diese Trockendinger machen, weil ich weiß ja nicht, was... Also ob der Kühlschrank uns wirklich komplett durchcarried oder nicht. Ja, wir haben ja auch trotzdem noch die Kanickel, ne? Das stimmt. Also ich habe übrigens auch richtig viele Zweige noch dabei. Ja, das ist gut. Ich habe jetzt viel Holz dabei. Also Zweige habe ich jetzt wenig gefunden. Aber wenn wir irgendwas Brettiges, Holzbretteriges brauchen, dann bin ich da jetzt am Start. Ich würde gern alles in Gold nochmal haben. Also goldene Schaufeln und den ganzen Shit. Da bräuchte ich dann deine Stücke am besten. Und ich habe jetzt selbst noch ein paar Bären mitgebracht.
Ja, ich muss jetzt anfangen zu kiten, weil ich meine, ich habe meinen Hut vergessen. Nachzumachen. Das mit dem Kiten war jetzt nicht so ernst gemeint. Aber hätte ich mal im Nachhinein besser gemacht. Das war schmerzhaft. Aber nee, kannst du die Frosch-Autotext kiten oder nicht? Weil ich glaube nämlich nicht. Frösche kannst du kiten, aber halt nicht, wenn es mehrere sind. Aber ich habe ein paar Bären jetzt dabei. Seriously? Ja, also ich habe Bären dabei, Karotten, 10 Froschschenkel, 4 Fische. Also ich bin halt gerade einfach... Einfach nur aus Froschistan. Jo. Ich hab nur wenig Leben, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja gut, das Leben stellst du halt wirklich dann trotzdem konstant wieder her. Also du musst halt satt werden und so weiter. Ja. Und, aber also ich hab's mir quasi so gemacht, dass du dann mit den Drüsen halt arbeiten kannst und da... Aber die Fischstäbchen sind halt OP. 60 Leben, Alter. Fischleben ist insane. Also das hab ich jetzt auch wenig Besseres gesehen. Warte mal, wo hab ich denn meine Kiste? Ach, da. Okay, alles gut. So. Die sind halt echt nice. Wie sehr ich mich nach einem Fest mal sehne. Ja, dude, same. Was hat dein Charakter jetzt gesagt, oder was? Jo. Okay, der spürt den Hunger. So, und Rechtsklick. So, da kommt jetzt ein Fisch rein, dann kommen da 2 saftige Beeren und dann kommt da ein Zweig. Das ist so witzig, dass man einen Zweig in den Schmortopf machen kann, ne? Und dass die Scheiße, die dabei rauskommt, auch noch geiler ist als das normale. Ein Zweig? Ja, für die Fischstäbchen. Zweig. Ach so, ja. Ja, GG, ja. Aber auch ein bisschen scheiße, weil Zweige sind auch geil zum Bauen. Nö. Damit musst du leben. Also ich habe auch 22 Zweige, also ist schon okay. Oh, habe ich das Gold irgendwo gedroppt? Ah, ich habe dir das Gold gegeben, ne? Ja, Gold habe ich schon. Ja, gib mal bitte wieder, ich muss mir meine Haube machen. So, dann macht ihr das da. Keine Panik, ich bin schlau, hab immer Holz dabei. Das ist aber nur Holzmaster. So. Aber Fisch, aber wenn du jetzt Fischstäbchen machst, was hast du jetzt alles da reingetan? 2 saftige Beeren, ein Fisch und ein Zweig. Geht ja drüber. Er ist komplett broken, Alter. Mach dir auch mal ein Fischstäbchen. Hier wird nichts anderes mehr gekocht. Aber wie satt macht das Ding? Insane. Komplett voll. Also aber wir müssen ja trotzdem die Happen aber irgendwann loswerden, ne? Ja, kriegen wir schon hin, ne? Aber ich meine, jetzt kannst du mal, wie lange brauchst du denn zum Kochen, Alter? Nee, ich überlege gerade. Ich glaube, ich mache mir nur so ein... Mach dir ein Fischstäbchen, Alter! Nee, ich mache mir jetzt das nochmal. Ich habe das Gefühl, dass die Fischstäbchen uns noch im Late Game helfen. So. Da will ich jetzt nicht, also wenn ich jetzt keine HP verloren habe, will ich jetzt kein Fischstäbchen. Ach so, ja gut, okay. Ich bin halt immer low life. So. Das ist ja wirklich nur am Feiden, ne? So, ich brauche Seile. Du hast doch garantiert noch meine Grasbüsche, oder? Da sind, glaube ich, noch viele im Gepäck. Ja, 40. Ey, bei mir machen die Packbällchen brutal viel. Also, das ist für mich da auf jeden Fall deutlich worth. Ah, ich brauche Feuersteine. Ah, hier sind auch noch welche, alles gut. Warum hast du mir dieses Trockending gegeben? Da. Hey, nimm das. Das stellt halt alles wieder her. Ja, brauche ich gerade gar nicht. Und ich brauche den Slot gerade. Da. Geil. Samen. So, jetzt erst die halt Insteller. So, okay. Hast du Holz, damit ich mir da Holz... Ich glaube, wir sind mit der Aufnahme durch. Ja, das stimmt. Schon seit 4 Minuten. Leute, war eine etwas längere Folge. Aber freut euch ja drüber, ne? Haut rein, Leute. Tschüssi.